Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus Orlando. Zu diesem letzten Video aus Orlando. Wir haben offiziell heute unseren letzten Parktag hier in den USA. Und wir müssen mal eben hier raus, weil wir müssen nämlich hier rüber. Wir gehen nämlich heute in Universal Studios Florida, den Hauptpark quasi, in dem aber eigentlich weniger Sachen zu machen sind. Ja. Auch heute kann man wieder sagen, ein paar Aufnahmen sind schon ein wenig früher entstanden, da wir vor einigen Tagen einen Fastpass hatten und da schon die wichtigsten Attraktionen gemacht haben. Haben aber tatsächlich noch nicht alles gemacht. Dementsprechend wird es wieder so ein buntes Mixmack aus Aufnahmen, die ich vor ein paar Tagen schon gemacht habe und eben Aufnahmen von jetzt hier und heute. Aber ich denke, das sollte dem Gesamtvlog keinen Abbruch tun, außer dass ich dann ab und zu mal ein bisschen anders gekleidet bin. Ihr werdet es schon merken und bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hier links haben wir schon das weltberühmte Universal-Logo. Sieht doch viel cooler aus als die Kugel in Hollywood. Wir machen vielleicht jetzt nochmal von hier oben ein kleines Bild da. Und dann werden wir durch diesen Eingang in die Universal Studios Florida treten. Wir fahren ihn, Rip Ride Rocket, ein Maurer XK mit Vertikallift, einem Non-Inverted Loop und Onboard Sound, den ihr selber auswählen könnt. Der Eingang ist hier, wir machen das Ganze mit Expresspass und da geht es dann gleich runter. Das Ding hat, glaube ich, mehr Blockbremsen als alles andere, muss aber auch dementsprechend Züge abfertigen, die sind ja jetzt auch nicht so groß. Aber was Abfertigung angeht, haben wir ja schon gesehen, da sind die Universal Parks echt gut drin. Und wir machen das jetzt hier mal. Rip Ride Rocket. That was awesome! Ja, das war wirklich cool. Richtig cooler Ride, vor allem weil man hier selber die Onboard-Musik auswählen kann. Ja, ich hatte Rock. Ich hatte so Elektromucke, die aber auch ganz gut abging, würde ich sagen. Die Bahn an sich ist schon hart am Rappeln an vielen Stellen. Sarah hat es jetzt nicht so gemerkt, die ist zu ihrer Musik abgegangen. Aber so an sich, die Bahn ist cool. Teilweise ist es, denkst du so, Alter, wie steil und wie geht es hoch und runter. Teilweise ist es so hoch und ja, richtig random irgendwie. Fährt sich ähnlich wie Freischütz halt irgendwie. Ja, das kommt hin. Ja, ist aber der gleiche Coaster-Typ. Nur hast du hier nicht gelauncht werdet, sondern einen Vertikallift habt. So an sich aber auch eine gute Länge, die Bahn. Also die kommt mir jetzt nicht zu kurz vor. Wenn man Rock nimmt, dann ist jede Bahn ist mit Rock geiler. Auch MP Express zu Halloween. Ja. Weil du dann so in diesem ich muss voll abgehen und alles geht voll ab Modus bist, das merkst du gar nicht mehr, dass die Bahn schlägt oder so. Dann muss die schlagen. Willkommen in PortAventura. Leider nein. Woody Woodpecker ist Maskottchen von PortAventura tatsächlich und ist hier auch im Kinderland ansässig. Da ist zum Beispiel so eine Figur, die könnte auch so in PortAventura stehen. Witzig. Steht sie wahrscheinlich auch. Und in diesem kleinen Land gibt es tatsächlich auch eine kleine Achterbahn. Ich glaube, sie ist von Vekoma. Ein Vekoma Junior Coaster müsste das sein. Da wollten wir jetzt mal eben noch reinsneaken. Und hier zur Rechten sieht man auch E.T. Adventure. Ist auch noch ein Dark Ride, aber vielleicht können wir auch da mal eben reinheaden.
Woody Woodpeckers Coaster ist ein Standard-Layout von Vekoma, also fast. Im Grundsatz ist es eigentlich das, was ihr auch als Backyardigan Mission to Mars im Moviepark findet. Man hat hier vor allem das Ende so ein bisschen angepasst. Da ist so eine ganz komische Kurvenkombination noch drin, wo dann auch die Bremse verbaut ist. Dachte erst, könnte zwei Züge haben, fährt aber nur mit einem und ein Abstellgleis gibt es auch nicht. Also wird es auch wahrscheinlich nur dieser eine Zug sein. War geil, oder? War wunderbar. Rutschboote müssen mitgenommen werden. Hier in den USA sind die ein bisschen nasser als bei uns. Also da ist so viel Wasser drin in der Rutsche. Die geht auch nur einmal so hier um eine Kurve, da um eine Kurve und dann hier unten runter. Aber da ist so viel Wasser drin wie bei uns in einem Wasserpark in der Rutsche, Alter. Das Boot, das ist richtig am Schwimmen. Und hier in der letzten Kurve kommt einmal so eine richtige Welle in das Boot. Da hat es gefilmt, aber nur hochkant. Liebe Leute, wir fahren jetzt mit E.T. E.T. Adventure. Ein Dark Ride. E.T. nach Hause telefonieren. Ich glaube, man fährt hier Fahrrad. Ja, man fährt hier Fahrrad. Man fliegt Fahrrad, glaube ich sogar. Und jetzt? Jetzt warten wir. Sind ja schon die Fahrräder. Und wie fandst du deinen Lieblingsfilm E.T. als Ride? Das ist doch wundervoll. Quasi Wall-E in alt. Man musste sogar seinen Namen sagen, bevor man in den Ride reingeht. Damit es am Ende dann so... Danke an meine Freunde. Jean Sarah, Mo, Ben, Sarah. Das sind drei Leute im Wagen, Sarah. Hat das gesagt? Ja, am Ende hat er alle Namen gesagt. Ich hab das gar nicht verstanden. Der Ride an sich war halt schon ziemlich alt. Es ist ein Suspended Dark Ride. Also Suspended, weiß ich nicht. Das sagt man ja nur, wenn die Füße frei baumeln, ne? Jedenfalls, man hatte Boden, aber das Fahrgestell war halt an der Decke aufgehangen. Man fuhr hoch und runter. Der Wagen ist riesig groß. Es sind drei Reihen mit je vier Sitzen. Die Sitze sind als Fahrrad quasi thematisiert. Ja, aber man sitzt nicht auf einem Sattel. Fahrrad. Du sitzt halt in einem normalen Sitz. Und man sieht halt vorne, dass so ein bisschen was, ein Fahrradlenker als Griff. Aber so richtig Fahrradfeeling kommt da jetzt nicht auf, gerade weil man auch Boden unter sich hat. Mein Gott, ja, war in Ordnung. Eher alt. Man in Black Alien Attack, was auch immer es ist, wir werden jetzt reingehen. Braucht man das? Nee.
auch was Kacke. Also ich meine, du magst ja eh interaktive Dark Rides nicht ganz so gerne, aber der hier war ja besonders beschissen. Also keine Ahnung, die Kulissen sind echt cool teilweise, wenn man da durch die Stadt fährt. Ist auch irgendwie eine Doppelanlage, also man denkt erst, es wäre irgendwie nur eine Doppelladestation, aber es fahren die ganze Zeit zwei Spuren parallel. Ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert das Ding kommt. Für damals war es sicherlich ganz cool, aber für heutzutage ist es halt wirklich Müll. Kannst du abreißen und was Cooles hinbauen, bitte? So, jetzt geht's hier richtig los für die Harry Potter-Freunde. Die Winkelgasse wartet auf uns. Auf Englisch heißt es ganz Diagon Alley. Und ich glaube, hier geht's rein. Schauen wir mal. Das ist ja so ein versteckter Ort. Da darf man ja eigentlich gar nicht hin. Wir als Muggel, ob wir da überhaupt erwünscht sind. Ja, gespannt jetzt. Oh. Geil. Wie es auch direkt so voll abgeht hier, ne? Hier kannst du dich mit allem eindecken, Sarah. Alles, was du für die Zauberwelt brauchst. Ja, eine Eule, ein Zauberstab, ein Umhang. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir alles kriegen. Guck mal hier, das ist der Weasley Store. Gibt's da nicht so ganz viel Scherzartikel und sowas auch? Könnt ihr mal reingehen? Komm, wir schauen. Sieht ja echt wie in echt aus. Hier gibt's alles. Guck mal hier. Witzig, Alter. Das essen die in dem Zug. Ja, stimmt. Das ist ja cool, dass das so aussieht wie im Film. Oh, guck mal, wie geil ist die Treppe denn da? Die führt uns nichts. Kennt sicher auch die Gringotts Bank. Ich weiß nicht, in welchem Teil das war in der Gringotts Bank, wo die da unten flüchten und sowas. Da kommt auch dieser Drache drin vor. Und flüchten ist das richtige Stichwort, denn flüchten auf Englisch heißt Escape. Und wir machen jetzt Flüchten von Gringotts, denn nämlich Harry Potter and the Escape of Gringotts. Eine Achterbahn bzw. ein Dark Ride, ein Mix aus Achterbahn und Dark Ride. Hier in der Gringotts Bank und da werden wir jetzt erstmal reingehen. Okay.
sure to pick up a pair of safety goggles to be worn at all times during your ride. Wait until you're seated in your car before putting it on. Escape vom Ringrod, wir sind escaped erfolgreich. Also da ist ja so viel passiert in diesem Ride, ne? War schon krass. Es ist halt eine Achterbahnbasis, kann man fast sagen. Das Ding ist größtenteils Reibrad geführt, wird aber teilweise extrem schnell beschleunigt, gelauncht. Ja, zweimal. Dann gibt es Whip-Effekte, Dreheffekte, glaube ich auch. Da halt so ein bisschen, dass die Schiene wackelt, dass man ein bisschen zu den ganzen Filmen guckt. Ja. Und halt auch Drehung im Wagen nochmal, also ist schon krass. Es ist halt eigentlich eher Dark Ride als Achterbahn, aber es wurde halt auf einer Achterbahnbasis quasi gebaut. Dementsprechend zählt es auch als Achterbahn. Wie fandst du es? Ich kann noch nicht richtig reden. Ich finde das irgendwie zu krass. Aber was du gesagt hast, das ist halt eher Dark Ride. Aber wenn du dich da auch mal so ein bisschen umguckst, da sind da oben drüber Schienen, unten sind Schienen. Das ist ja so eins, ne? Dieser Film da mit dem, was du da ganz erlebst. Also es passt alles eins zu eins. Am Ende siehst du auch eine Leinwand, wo du vorfährst, die sich dann irgendwie wegklappt, wo du dann auf einmal durchfährst und so weiter. Das ist völlig, völlig krank. So, wir warten jetzt mal hier drauf, dann filme ich euch das, wenn das Ding mal ausrastet. Hier ist übrigens Ollivanders. Wisst ihr, was man da kriegt? Zauberstäbe. Richtig, da sucht sich der Zauberstab euch aus. Und hier ist gerade Einlass. Ihr könnt euch da tatsächlich Zauberstäbe kaufen. Diese Zauberstäbe haben ungefähr so eine Funktion, wie man es aus dem Toverland kennt bei uns. Und man kann hier tatsächlich zum Beispiel in die Schaufenster gehen und dann mit seinem Zauberstab ein bisschen rumfuchteln. Und dann machen die Sachen etwas. Ich weiß nicht, bei dem, der wird dann wahrscheinlich so ein bisschen sich bewegen, der fliegende Zauberstab hier. Da hinten in dem einen Schaufenster, da webt gerade etwas. Aber die kosten auch nicht gerade wenig, die Dinger, glaube ich. Nee, aber hier siehst du auch nicht diesen Punkt, wo du das vorhalten musst. Im Toverland ist ja dieses Ding. Und dann ja, da ist so ein Punkt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Zauberstäbe hier Knöpfe haben, wo man drauf drücken muss. Hier ist übrigens der Drache. Der spuckt in relativ unregelmäßigen langen Abständen auch Feuer. Du kommst hier nur über diesen kleinen Mini-Eingang rein und ist dann voll das Live hier. Mega hier. Mega cool. Bier hier. So. Es gibt hier auch Butterbier. Ja, auch in Frozen, ja, in der Frozen-Variante. Ja, habe ich schon gesehen. Hm? Haben die Damen hier. Sieht aus wie Milch obendrauf. Das riecht auch ein bisschen seinig. So, jetzt ist das ultimative Review. Ja. Wir sind uns ja immer zu fein, um was zu probieren. Weil wir mögen es eh nicht und dann kippen wir es weg. Das ist auch nicht gut. Aber Ben kennt sich ja auch aus. Also $8 sagst du zwar. So, ich probiere es jetzt mal. Hier oben ist irgendwie so ein ganz dicker Schaum drauf. Du hast auch so wie alle hier das hängen. Ich glaube, das ist nichts für dich. Nee, natürlich nicht. Moritz und Sarah haben gesagt, nee, das sehen wir nicht, weil das schmeckt uns bestimmt nicht. Das untere kann ich noch nicht so wirklich sagen, wonach das schmeckt, aber das obere. Nur nach Karamell. Ich dachte jetzt nur noch irgendwie Kaugummi oder so. Nein, so Butterscotch-mäßig. Ich kann es nicht sagen, das ist irgendwas Süßes. Aber das obere, das schmeckt wie wert das echte. Das ist richtig lecker. Ich hätte gerne einen Becher nur das obere, bitte. Butterbier, das schmeckt mir. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, es ist einfach schon krass, was für ein gigantischer
und vor allem gut thematisierter Themenbereich sich hinter quasi nichts verbirgt. Es gibt zwei Eingänge, hier einen etwas kleineren, da hinten etwas größeren. Hier steht auch noch dieser Bus rum. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich auch nicht. Der kann sich aber kleiner und größer machen und als Beifahrer, da hängt dieser Kopf drin. Voll geil. Kann sogar reden, cool. Du kannst mit dem dich unterhalten, mit dem Kopf. Genial. Hier fühlt man sich wie in London. Fühlst du dich wie in London? Ja, ich wollte Dobby sehen. Ist nicht zu Hause. Aber hier in London, da ist Harry Potter zu Hause. Hier gibt es die Winkelgasse. Hier gibt es aber auch King's Cross Station. Und ja. Was passiert bei King's Cross Station, wenn man die Harry Potter Filme guckt? Das ist ein normaler Bahnhof, außer man geht zu Gleis 9 3 Viertel. Dann fährt man nämlich mit dem Hogwarts Express nach Hogwarts. Richtig. In diesem Fall Hogwarts-Hogsmeade und wechselt dabei tatsächlich auch den Park. Denn es gibt, wie gesagt, zwei Parks. Wenn ihr den anderen Park noch sehen wollt, dann schaut euch das letzte Video an. Und ja, man kann mit dem Hogwarts Express hier von King's Cross eben nach Hogwarts fahren, in den anderen Park. Muss dann hier eben jetzt auch das Parkticket für den anderen Park zeigen. Also das Ticket, damit man dafür auch bezahlt hat. Das benötigt ihr hierfür. Und wir werden uns jetzt mal anstellen, denn es werden nur 15 Minuten Wartezeit. Das ist sehr selten, gerade wenn man von King's Cross in den anderen Park will. Weil hier ist der Bahnhof mit dem Gleis 9 3 Viertel, ihr werdet es gleich sehen. Und es ist halt einfach so die Richtung, die mehr Sinn macht. Weil du machst eigentlich normalerweise zuerst die Fahrt von King's Cross nach Hogwarts. Dann holen wir uns jetzt unsere Parktickets raus, wie man uns hier sagt. Ja. 20 Minuten ist jetzt hochgegangen. Aber das und dann geht immer noch klar. Suchen wir mal Gleis 9 3 Viertel, um den Hogwarts Express fahren zu können. Die war teilweise über eine Stunde Wartezeit. Das war alles voll letztes Mal, wo wir hier waren. Für quasi eine Seilbahn zu fahren. Ja, eine Standseilbahn. Thank you.
auch in Hogwarts. Boah, war das eine atemberaubende Reise. Ja. Wir wurden überfallen und wir haben Frösche gesehen. Wir sind jetzt angekommen hier in Hogsmeade. Wir werden jetzt gleich zu Hogwarts gehen, um dort was zu lernen. Das neue Schuljahr beginnt jetzt. Richtig. Harry hat einen Patronum-Zauber angewendet. Das darf man außerhalb von Hogwarts, soweit ich weiß, nicht. Schon gar nicht in Zügen. Naja, Hagrid wird sicherlich auf uns warten irgendwo. Ah, ich sehe Hagrids Haus. Und ich höre sein Motorrad. Willkommen in Hogsmeade. Sarah, wir haben Filme geguckt, extra hierfür. Ja, und ich bin bei allen eingeschlafen. Ich habe versucht, immer so ein bisschen, mir ein bisschen was zu merken. Ich kenne diese Stadt, dieses Hogsmeade, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, in kaum einem Film war das überhaupt zu sehen. Also so richtig zu sehen, dass man da wirklich auch mal von außen genau das gesehen hat, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Wegen dem ganzen Zeug kommen die meisten Leute schon fast hier hin. Oft liest ihr auch hier der Harry Potter Park und so. Es ist ja gar kein Harry Potter Park. Es ist ja ein Themenbereich, beziehungsweise zwei Themenbereiche in zwei Parks. Die haben das auch ganz klug gemacht. In jedem der beiden Parks ein bisschen Harry Potter. Dass du quasi auch beide Eintritte bezahlen musst, wenn du die ganze Harry Potter wieder sehen willst. Jetzt stehen wir vor Hogwarts. Das sieht schon geil aus, ne? Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Harry Potter and the Forbidden Journey. Ja, und den werden wir jetzt fahren. Wie es uns gefallen hat, das werdet ihr dann gleich hören. Eine Achterbahn sehe ich hier auch schon. Ja, und dann schmeißen wir uns mal da rein. Alter Falter, was war das denn, ey? Ich komme in die Station, also der Wartebereich war schon ziemlich geil. Man hat einiges wiedererkannt und dann kommt man in die Station rein. Ein Durchsatz. Die Wagen fahren mit einer Geschwindigkeit durch die Station. Du hast gleichzeitig noch ein Förderband. Das wird zack, 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 passt du kurz was nicht. Bügel auf, anderer Platz, Bügel zu. Das ging rucki zucki alles. Da habe ich noch nie gesehen, wie krass man so etwas abfertigen kann. Und dann geht das los, dann zaubert da Hermine kurz. Auf einmal fliegt dein Sitz nach oben. Und ja, ihr fliegt halt wirklich die ganze Fahrt. Wisst natürlich selber erstmal gar nicht, wie das geht. Ich erkläre euch das gleich. Wie gesagt, unsere Orlando-Vlogs sind alle nicht spoilerfrei. Ihr fliegt dann quasi wie auf so einem Besen. Müsst dann am Ende gegen diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, diese Monster kämpfen, die immer kommen bei Harry Potter. Die so ein bisschen blau sind und sowas. Die kommen teilweise aus dem Nichts. Dann fliegt auf einmal ein riesengroßer Drache auf dich zu, der mit warmem Nebel dir alles direkt ins Gesicht bläst. Dann immer ein sehr geiler Wechsel zwischen echten Szenen, die wirklich gut gemacht sind. Und ruckzuck seid ihr dann wirklich wieder in einer anderen Szene, die dann virtuell auf einer Leinwand ist. Und das ist richtig, richtig geil gemacht auf jeden Fall. Sarah, wie fandest du es? Geil. Mega, oder? Ja. Ja, letztendlich handelt es sich, für die, die vielleicht schon beim Legoland waren, kennen die vielleicht diese Roboterarme, wo hier dran hängt. Das ist das Ganze nur auf Schienen. Das heißt, die ganzen Roboterarme sind auf Schienen festgemacht. Hier sitzen auch nicht nur zwei nebeneinander, sondern immer vier. Und ja, ihr fahrt da quasi eine Strecke ab und währenddessen bewegen sich die ganze Zeit diese Roboterarme und machen völligste Bewegung. Ihr fahrt nicht über Kopf, was theoretisch möglich wäre, aber das macht ihr nicht. Ihr habt auch Schulterbügel, fahrt aber trotzdem relativ wilde Figuren, dass ihr teilweise auf dem Rücken liegt und so weiter. Diese Roboterarme fahren teilweise in sich bewegliche Animationskuppeln rein, also Videoleinwände, die dann quasi mit dem Roboterarm
Kurven fahren. Deswegen kommt auch dieser Effekt total gut, dass ihr zwischen reellen und virtuellen Szenen sehr, sehr knackige, coole Übergänge habt, weil ihr dann quasi einfach in eine bewegende Szene, in eine bewegende Leinwand reinfahrt und gar nicht mitkriegt, dass ihr euch die ganze Zeit weiter bewegt. Aber insgesamt seid ihr eigentlich die ganze Zeit dabei, euch zu bewegen. Und das ist halt richtig krass gemacht irgendwie. Auch von außen sieht Hogwarts ziemlich realistisch aus, würde ich sagen. Hier hinten sieht man es so ein bisschen von Weitem, erkennt man es nicht. Aber man erkennt natürlich, dass da eine Halle hinter ist jetzt von hier. Da müssten ein paar mehr Bäume stehen, dann wäre das natürlich besser verdeckt. Aber so an sich richtig geil. Der Ride ist schon ein bisschen älter, das sieht man ihm auch an, teilweise von innen. Da sind schon so ein paar Figuren, die, ja, heutzutage wird man die wahrscheinlich ein bisschen moderner bauen. Aber sonst war schon ein geiler Dark Ride, oder? Ja. Fahren wir jetzt Achterbahn? Ja. Ja, dann rein da. Da dürfen wir unsere Sachen, soweit ich weiß, sogar mitnehmen. Flight of the Hippogriff. Ihr reitet quasi diesen Hippogreif, den es auch bei Harry Potter gibt. Kann euch die Teile natürlich jetzt nicht sagen. Ich weiß aber, dass es existiert und dass der Harry da ja auch drauf geritten ist. War eine nette kleine Familienachterbahn von Vekoma. Abfertigung auch hier. Wahnsinn. Die Strecke ist halt nicht lang und die brauchen keine ganze Runde, um den anderen Zug abzufertigen. Und das ist schon richtig, richtig gut. Sowohl hier bei Hogwarts als auch hier bei dem Hippogriff. Dann gehen wir mal wieder zurück hier und schauen mal, was wir als nächstes machen. Hogsmeade ist ziemlich cool, weil in jedem der Häuser irgendwelche Shops oder sowas drin sind, Restaurants, wo man halt Dinge kaufen kann. Und jeder Shop hat so ein bisschen auch sein eigenes Thema. Hier drüben in dem kriegt man zum Beispiel diese ganzen Quidditch-Untersilien. In einem anderen Shop kriegst du dann halt Zauberstäbe, wobei der echte Zauberstabladen natürlich in der Winkelgasse ist. Trotzdem sehr cool. Ja, ist schön hier. Nur ein bisschen sehr überlaufen. Also ja, es ist sehr, sehr anstrengend hier zu sein. Ja, die Winkelgasse ist nicht ganz so schlimm. Nee, die fand ich auch entspannter. In den Läden kannst du dich eigentlich gar nicht richtig umgucken, weil überall Menschen stehen. Aber den Schaufenster kann man mit seinem Zauberstab dann immer diverse Dinge auslösen. Ja, das ist cool. Gibt es seit einigen wenigen Jahren ein richtiges Highlight an Achterbahnen. Wir sind bis jetzt noch nicht gefahren und mit 90 Minuten ist die Wartezeit bei Hagrid's Magical Creatures Motorbike Coaster gerade relativ gering, deswegen werden wir jetzt hier unsere Sachen einschließen und mit dieser Achterbahn fahren. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken, Motorbike klingt so ein bisschen wie Motorräder, das ist richtig, denn ihr fahrt die Motorräder mit Beiwagen, so wie man es von Hagrid kennt. Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Grünes Licht finden wir da und dann holen wir uns da mal eben ein Schließfach. Die sind übrigens gratis. Ja. Thank you.
Please speak with the nearest staff member. Wir kommen jetzt aus Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure raus. Ja, also 90 Minuten waren angeschlagen. Eine gute Stunde haben wir jetzt sogar nur gewartet, war jetzt gar nicht so lang. Wir haben auch definitiv nicht den ganzen Wartebereich gesehen, da habe ich auch Videos schon mehr gesehen. Die Achterbahn, ich sag mal, die Bahn an sich ist gut. Es ist definitiv eine Bahn, die sich an Familien richtet. Wenn ihr einen Thrillride sucht, dann seid ihr hier komplett falsch. Generell hat mir die Bahn nicht so viel gegeben, wie ich dachte, dass sie es vielleicht tun würde. Aber die Bahn fährt größtenteils durch relativ einsehbares Land. Wenige Bereiche sind abgegrenzt. Man fährt teilweise kreuzt man sich sogar mit anderen Strecken oder man sieht sogar andere Züge. Was an sich ja auch ganz cool sein kann, gerade bei Motorrädern. Wir hatten es jetzt einen kurzen Moment, dass wir so mit einem anderen Zug so ein bisschen duelliert gefahren sind. Mal ab und zu so kleine Darkride-Abschnitte, wo man ein bisschen langsamer fährt. Die Bahn hat 7 Lounges. Aber dazu kann euch Sarah mehr sagen. Aber nur einer launcht wirklich. Die anderen sind nur so ganz minimale Beschleunigungsmomente. Ja, also da sind dann wirklich so 3, 4, 5 Meter LSM-Bereich, die den Zug so kurz anschubsen. Merkst du eigentlich kaum. Dass du halt ein bisschen Geschwindigkeit hast und dann die Strecke schaffst. Ja, es ist eine Rückwärtsfahrt beinhaltet und ein Freefall-Element. Das ist ganz cool gemacht hier, weil die sind halt voll auf Kapazität aus. Ihr steigt auch in einen fahrenden Zug ein, in einen leeren fahrenden Zug. Fahrt dann den ersten Lounge, fahrt den zweiten Lounge. Also der erste, der ist wirklich ganz zahm. Der zweite gibt euch da ein bisschen mehr Kick. Und dann kommt ihr halt erstmal über ein paar Lounge-Strecken. Irgendwann werdet ihr ein bisschen langsamer. Dann seht ihr auch schon, wenn ihr genau hinguckt, eine Weiche. Da ist es ganz cool gemacht, weil ihr fahrt in eine Spike rein, ohne vorher irgendwo angehalten zu werden oder sowas. Man fahrt ohne den Fluss zu unterbrechen in ein Stück, wo die Schiene endet. Rollt aus und fahrt dann wieder zurück. In der Zeit, wo ihr dann in dieses Spike fahrt, stellt sich die Weiche um. Das heißt, ihr haltet nicht an, auch nach der Spike nicht. Ihr fahrt einfach weiter. Die Weiche stellt sich um, während ihr in der Fahrt seid. Und das merkt ihr alles nicht. Fahrt dann woanders weiter, fahrt eine kurze Rückwärtsstrecke, habt sogar einen Lounge, der rückwärts noch abgefeuert wird, der aber jetzt auch nicht hart ist. Kurze Helix, dann geht es eben in einen Indoor-Part, einen kleinen, wo sich 2 Drop-Tracks dann befinden. Also die haben hier nicht, einer reicht nicht, weil das ganze Prozedere mit reinfahren, runterfallen, rausfahren, dauert relativ lange. Deswegen stellen die nochmal Weichen zwischen den Dingern um. Und fahrt ihr dann rein. Intermin klassisch fallt ihr dann so, weiß ich nicht, 5-6 Meter nach unten und fahrt vorwärts wieder raus. Hier ein bisschen schneller und dann kommt auch zu guter Letzt der letzte richtig kraftvolle Lounge, wo ihr dann auch mal schneller werdet. Ja, ist eine gute Bahn, aber wird sich bei mir jetzt nicht irgendwie einbrennen in irgendwelche Rankings oder so. Aber es ist cool, die jetzt endlich mal. Sicherlich fahren. Eine der besten Familienachterbahnen, die wir gefahren sind, wenn nicht sogar die beste, aber definitiv kein grandioser Thrillride oder so. Also das ist bei mir in der Top 10, 20. Definitiv noch andere Achterbahnen, denke ich, ja. Aber, wie gesagt, die haben sich hier technisch gesehen wirklich einen richtigen Klopper hingestellt. Abfertigungstechnik, was die hier abfertigen, ist brutal.
Die fahren, glaube ich, mit 7 Zügen auch. Oder 6 oder 7 Zügen müsste es sein. Und die haben auch alle ordentlich Kapazität. Das ist schon ordentlich. Und wie gesagt, das mit den Switch-Tracks oder auch mit den Freefall-Elementen, das muss er auch erstmal schaffen. Das ist schon ein ganz, ganz großes Kino, was die hier wegfahren an Leuten. Und in welcher kurzen Taktung hier die Weichen sich stellen, ohne dass der Zug anhält oder so. Das ist schon gigantisch. Und wir schauen uns jetzt mal um hier. Es ist relativ voll, aber es liegt vielleicht auch daran, dass der Park hier ein bisschen beliebter ist einfach. Für alle, die sich in Hogsmeade auskennen, wir sind jetzt gerade in Hogsmeade essen. Die Kneipe heißt Free Broomsticks. Fisch und Chips sehen ganz lecker. Drei Besen. Da sind noch ganze 3 Kartoffeln bei. Ja, Free Broomsticks, da gibt es nämlich auch Shepherd's Pie und Fish and Chips. Was haben wir? Fish and Chips. Und hier gibt es das weltberühmte Harry Potter Wasser. Hier, es schmeckt nach Salz. Ja? Wir in Deutschland trinken nur Harry Potter Wasser. Bei uns heißt das Saskia und das ist ganz günstig. Salzig, aber es geht noch. Warum muss im Ausland das Wasser immer salzig sein, wenn Kohlensäure drin ist? Kommt doch aus Frankreich. Warum muss in Frankreich das Wasser immer salzig sein? Naja, wir gönnen uns hier. Wir haben hier Ketchup, wir haben Mustard, wir haben Malt und Vinegar und wir haben Besteck. Plastik natürlich. Jetzt werden wir erstmal dies essen. Das Wasser ist salzig. Einfach? Boah, ich liebe das. Das gab es früher in Aachen auch, in Aachener Quelle. Ja, weil du auch neben Frankreich wohnst. Wie sitze ich denn hier? Mama! Ja, dann gönnt euch. Aufgegessen, aufgetrunken, nicht aufgetrunken und nicht aufgegessen. Warum? Salzig? Ich kann nicht mehr. Meine Nase ist zu schnell Luft mehr und kann jetzt nichts mehr essen. Das ist gar nicht so salzig. Es ist salzig. Nein, nein. Glaub mir, es ist salzig, Leute. Trink das aus jetzt hier. Es war teuer. Ich hab schon vollen Bauch. Wow. Turkey Leg ist das gewesen. Ja. Forget him, mate. You'll never catch him now.
hope they're capturing. Did you really have to do that? Honestly, Ron, they're just sweet. Willkommen in King's Cross Station. Wir sind jetzt mal eben nach London gefahren. Ja. Die Sonne scheint glücklicherweise immer noch hier in England. Gleis 9¾, wir sind angekommen. Und gut, dass wir Harry Potter geguckt haben. Ja, wir wissen nämlich jetzt Bescheid. Wie das hier auch so richtig so voll das Leben ist. Da drüben war es so voll ruhig. So, wir müssen auch mal das Preisthema ansprechen, wo wir in Deutschland immer für weggehatet werden, weil wir ja immer die Preise kritisieren. In Amerika, da darf man das. Hier liegen so Hotdogs, die... Hotdog ist auch schon, ne, das ist eine Wurst im Brezelteig. Eine Wurst im Brezelteig, das ist kein das, bei uns sind das so eingebackene Würste, kennt man sicherlich. Keine Soße, gar nichts. Kennt man sicherlich auch diese Geflügelrollen oder beim Bäcker. So sieht das aus und da stinkt noch mal ein Bockwurst drin. Ja. Ihr dürft gerne jetzt mal stoppen und in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, was es kostet. Gibt es mit Käse und ohne Käse, kostet beides gleich viel. Ach, da sind noch Pommes bei, sehe ich gerade. Ah, okay. Macht den Preis aber auch nicht so viel besser. Da geht es aber fast schon wieder für die Verhältnisse hier. Ja, $13.50. Also irgendwo haben wir diese Wurst, hier im Busch Gardens, da haben wir die Wurst für den Preis gesehen. Nur die Wurst. Nee, das waren $10. Ja, okay, $3. Hier sieht es echt schön aus, hier sind überall so Backsteingebäude. Ich mag das total. Das ist halt alles so ein bisschen filmkulissenmäßig aufgemacht. Das sieht aber auch alles richtig geil aus. Vor allem ist da hinten einfach eine Kletterwand zwischen der Häuserzeile. Also super cool gemacht. Alter, das nenne ich mal Thematisierung. Boah. Cool. Bis in die letzte Ecke hier, ey. Das ist einfach nur geil gemacht. Das sieht mal cool aus. Ja. Was ist, wenn man hier durchgeht? Das ist natürlich auch ein super Fotospot hier, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier hinten lang. Das ist echt krass, wie verwinkelt und cool das alles ist. Ja, hier ist immer so ein bisschen, wenn da gebaut wird. Das ist schon krass, das sind so Ecken, da geht eigentlich keiner hin und du hast hier überall Thematisierung. Das ist echt krasses Niveau. Die Rache von Mutti, Revenge of the Mummy, hat leider geschlossen aktuell. Ist schon seit Januar in Refurbishment, sollte jetzt Ende des Sommers aufmachen. Wird auch bald passieren, schätze ich. Kann sich nur um 1 bis 2 Wochen handeln. Es gab schon viele Rumors, dass das Ding irgendwie jetzt am Wochenende öffnet, beziehungsweise letztes Wochenende oder schon letzten Monat. Keiner davon hat sich bewahrheitet. Und jetzt stehen wir hier vor Revenge of the Mummy. Ist eine Achterbahn für alle, die es nicht wissen. Ich selbst kenne sie halt jetzt nicht großartig, aber ist eine Indoor-Achterbahn. Soll ziemlich cool sein. Gibt es auch eine Variante in Hollywood von. Ich glaube, die hier sagen die meisten, ist ein bisschen besser. Wie gesagt, was da jetzt refurbished wurde, ob die jetzt geretracked wurde oder so auch, oder ob da nur Theming neu gemacht wurde, aber so ein über ein halbes Jahr, das ist schon ordentlich, gerade für Universal-Verhältnisse. Und hier auch ein neuer Testsitz wurde aufgestellt, das sieht man auch, die Bügel und alles sieht sehr neu aus. Und hier war eigentlich ein riesengroßer Baustellenzaun vor, so wie man sie da zum Beispiel findet. Die gibt es auch nicht mehr, die hat man weggedrückt und auch ein Wartebereich wurde schon aufgestellt. Also von außen sieht das Ding so aus, als könnte man das eigentlich direkt aufmachen jetzt. Und wie gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, ich schätze so 1-2 Wochen, dann geht das hier auch wieder rund. Das werden wir aber nicht mehr miterleben, höchstwahrscheinlich. Wir hatten vielleicht auch so ein Soft-Opening oder so gehofft, aber scheinbar nicht. Ist aber auch nicht schlimm.
wir werden früher oder später sicherlich nochmal herkommen. Ja, hier wird ja am laufenden Band irgendwas Neues. Ja, Universal baut ja bald auch einen dritten Park. Also sie sind gerade dabei, den zu bauen. Der soll, glaube ich, in 2 Jahren eröffnen. Das Epic Universe, wo auch ein Nintendo-Land und sowas mit drin ist. Deswegen, ich glaube, wir werden diese Bahn in unserem Leben früher oder später noch fahren. Und wenn es in Hollywood ist. Vom Fahrsystem sollte es, glaube ich, ähnlich sein wie Gringotts. Sieht jetzt auch vom Bügel sehr ähnlich aus. Hat auch Intamin gebaut. Ist auch mehr so Dark Ride als Achterbahn. Wobei hier ein bisschen mehr Achterbahn mit drin ist. Und ich glaube, es gibt nur immer einen Wagen und nicht zwei wie bei Gringotts hintereinander gehangen. Alter, überall in Amerika stehen Spritzgussmaschinen rum, wo du die Figuren spritzen lassen kannst. Für $8. Du kannst die Frankenstein spritzen lassen. Dann hast du einfach eine Frankenstein-Kunststofffigur. Geil. Wir befinden uns übrigens gerade im Shop neben The Merch of the Mummy. Hier oben ist der Ausgang. Hier gibt es aber auch entsprechend Merch. Und jetzt hier nicht. Da vorne ist der Mummy-Merch. Aber bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt Mummy-Merch kaufe, obwohl ich die Kiste nicht mal gefahren bin. Naja, aber auch den Shop hat man wieder umthematisiert. Der ist jetzt nicht mehr der kleine Horrorladen, sondern passt wieder zu Revenge of the Mummy. Simpsons-Bereich gibt es natürlich auch Krusty Land, der riesige, fantastische Freizeitpark. Hier gibt es ganz viele Spielbuden, so eine Art Hau den Lukas und alles immer so ein bisschen aufgedreht natürlich. That's America. Er hat 2 getroffen, einen nicht, nichts gewonnen. In Deutschland hätte der dir nochmal einen Ball gegeben. Das ist ja hier Krusty Land. Eigentlich müsstest du 3 treffen und trotzdem nichts kriegen. Hier gibt es auch noch so ein Pferderennen, das funktioniert aber ein bisschen anders als bei uns. Da muss man nämlich hier auf so Ziele schießen. Bei uns ist das ja so, dass man da mit dieser Welle auf der Kirmes, die man so reinwerfen muss. Aber ihr seht hier, diese Gewinne sind halt voll hässlich. Es gibt ja in den Shops das Ganze auch in schön, aber hier sind das ist halt wirklich so wie so eine Puppe aus der Serie irgendwie. Als würdest du einfach so hässliche Hackfiguren gewinnen. Das ist halt einfach so voll geil. Das so. Ist ja auch nicht wirklich schwer, die Befolgung zu treffen. Nee. Also am schönsten finde ich ja noch die Maggie-Figur dahin. Ah, das macht die Sache wieder anders. Oder auch nicht. Aber du musst halt 3 treffen. Ah, du musst auch nicht 3 treffen. Da hinten, da sagten sie immer, da gibt's doch so ein Kinderkarussell. Da sagen sie am Ende immer, Dankeschön, dass ihr dabei geholfen habt, Springfield zu zerstören und sowas. Das ist schon ganz witzig. Es gibt auch einen Simpsons Ride, der heißt auch einfach The Simpsons Ride. Und ja, den müssen wir auch mal ausprobieren, ne? But rest assured, my Cracker Jack security team has everything under control. I'm sorry, does anyone know which end the bullet goes in? This is where we make all the wonder and imagination that fuels our park. Hurry, put on these light vests. Krusty, is this a nuclear reactor? Oh. What do you know about nuclear energy, kid? Leave that to us clowns. Oh, Mr. Krusty, sir, the reactor is terribly dangerous with the leakages, the crackages. Observe. Oh, the growing cat. Now, if a human being were to enter that room, who knows what events might occur, you like? They could grow 50 feet tall, or 3 extra arms, or an eye where their nose should be, which is painful. Hey, Nerdenheimer, don't you have a test tube to polish? Yes, I do, actually, but you denied my request for test tube polish. I've been using rainwater in my shirt tails to... Get out of here! Here we are at the vehicle boarding station. I'm sorry, sir. People with heart conditions may not ride. I am in the best shape I've ever... Oh, heart attack! Been in my life.
I feel like a 20-stroke-year-old Masterman, you're a dumb! Also, wir kommen jetzt aus dem Simpsons Ride. Ist ein uralter Simulator. Vor so einer Kuppel, wie es damals aus dem Galaxy im Phantasialand kannte. Mit ganz vielen Simulatoren nebeneinander. Zweireihig, wir saßen hinten. Da drin riecht sie so, weiß ich nicht, in so einem alten Opel Corsa bei 30 Grad im Sonnenschein. Ja. Also, sorry, ne, aber das war gar nicht gut. Nee, ich fand das auch gar nicht gut. Außerdem ist es mir schlecht geworden. Der Film war mir auch viel zu actionreich für diese Art von Simulator. Mir ist schlecht. Es ging halt irgendwie darum, dass man da diesen Krusty Land halt da irgendwie sein Spaß des Lebens haben sollte. Und dann wurde es lahmgelegt von so einem, was weiß ich, wie der heißt, Tingle-Tangle-Bob oder so. Und das alles gespielt. Also ist schief gegangen, aber irgendwie war das nix. Ich bin jetzt mal auf den Transformers-Ride gespannt. Oh, ich auch. Leute, wir befinden uns gerade in Springfield, ja, die Stadt, wo auch die Simpsons wohnen. Wie ihr seht, das ist hier wirklich. Ich sitze hier vor dem Krusty Burger. Ich esse aber keinen Krusty Burger, sondern Lard Lad Donuts. Ich kenne mich mit Simpsons null aus. Das war auch noch nie meine Serie. Wir haben uns aber trotzdem Donuts gekauft. 4 Stück. Und darauf wird beim Duff Bier jetzt gerade kein Duff Bier, sondern einfach nur ein Refill für unsere Cola. Steht da seit mindestens 2 Stunden hinter einer Person. Ungelogen. 15 Minuten sind es bestimmt schon. Eine Person ist vor ihr. Und diese eine Person wird da jetzt seit 15 Minuten bedient. Ich weiß nicht, was die da gerade holt, ob die irgendwie gerade das ganze Bier leer kauft oder so. Aber das ist mir schon öfter aufgefallen hier in Orlando. Diese Buden sind immer voll mit Leuten. Also da sind manchmal teilweise 10 Leute hinter der Theke. Aber davon stehen dann 8 rum und 2 bedienen die Kassenschalter und die anderen machen halt auch nichts. Die fühlen sich da auch nicht für verantwortlich. Vielleicht sind die wahrscheinlich auch gar nicht verantwortlich dafür, sondern die stehen dann einfach nur da. Teilweise machen die wirklich nichts. Manche putzen vielleicht noch was, aber teilweise stehen da wirklich Leute im Hintergrund, die tun nichts. Nur 2 Leute sind an der Kasse und die machen auch alles. Die gehen an die Kasse, die befüllen dir deine Getränke, die geben dir alles andere aus, was es dort gibt. Aber die anderen Leute sind da und machen nichts, wirklich gar nichts. Teilweise sind da auch 5 Schalter, einer ist besetzt, im Hintergrund stehen noch mindestens 6 Leute, die nichts machen. Naja, Sarah hat jetzt an dem anderen Schalter bestellt, habe ich gesehen. Keine Ahnung, was die da gemacht haben seit 15 Minuten. Ja, die Duff-Bier-Maschine ist kaputt gerade. Ah, und der eine Typ, ich anscheinend mache nur dafür. Das hat er aber nicht gesagt. Er vor mir wollte das steht auch Wasser auch nicht haben. Dran. Dann nehme ich jetzt aber bedient. Und der eine Typ, der da jetzt seit 15 Minuten steht, der wartet jetzt seit 15 Minuten schon auf sein Bier. Ja, weil die Maschine kaputt ist. Die Dafür-Maschine kommt gerade nichts raus. Oh, das gute Bier. Woo!
Sache, von der ich hier im Universal Studios Park recht viel Gutes gehört habe, wo ich jetzt aber auch noch nicht so krass weiß, was abgeht. Ich weiß, dass es mit Special Effects ein bisschen was zu tun hat und so weiter. Das ist Born Stuntacular, wo es wohl hier um diese Born-Filmreihe geht. Da habe ich einmal, glaube ich, einen Film von gesehen. Und da werden wir jetzt mal schauen, dass wir da reinkommen, wenn es noch nicht voll ist. In der Viertelstunde geht die Show los und ich hoffe, wir kriegen noch ein Plätzchen. Kann aber auch sein, dass der Einlass jetzt erst beginnt. Ich weiß es nicht. Also, wie das hier normalerweise läuft, weiß ich nicht, aber hier ist ein fetter Wartebereich vor dem Einlass. Ich weiß nicht, wenn man hier mehrere Shows warten muss, dann ist es nicht so geil, glaube ich. Ich bin mal gespannt, was der Jason so macht jetzt hier. Ich glaube, das ist ja auch so mit Multimedia-Content irgendwie. Ja, schauen wir mal. Making room for additional operatives to fill in behind you. Also, we respectfully remind you that smoking, including vaping, is prohibited anywhere within this facility. Alter, was war das denn bitte da hinten drin? Das war richtig heftig. Es war jetzt wirklich keine Stuntshow im üblichen Sinne, sondern wirklich indoor in einer. Ich sag mal, das Theater war gar nicht so riesig, also sehr breit, aber nach hinten halt wenig Sitz rein. Ihr sitzt vor einer riesigen Leinwand. Ihr könnt wirklich keinen einzigen Pixel sehen. Das Ding ist gestochen scharf. Dann wird da eine Show abgezogen, wo ihr nicht mehr unterscheiden könnt, was auf der Leinwand ist und was in Real vor euch steht. Also da wurden echt Leinwände vermixt mit wirklichen Kulissen, wo dann eben die Schauspieler rumgeturnt sind. Teilweise wusste man auch nicht, was Schauspieler sind und was sind die Leute, die auf der Leinwand sind. Und es passt halt einfach. Du hast halt quasi wie in so einem Film, bist du ja neben den ganzen Statisten oder was auch immer, den ganzen Schauspielern hergefahren und alles, was auf der Bühne stand, also die ganzen Kulissen, haben sich immer genau passend zur Leinwand dahinter gedreht und es passte einfach alles. Also die Perspektiven haben immer gestimmt. Ob da jetzt ein Auto gefahren ist, wo sich dann die Räder gedreht haben, das Auto fuhr aber eigentlich gar nicht. Im Hintergrund hat sich das Ganze bewegt, als würdest du gerade 120 km/h auf der Autobahn fahren. Völlig krank. Dann, weiß ich nicht, Feuereffekte auf der Leinwand, die dann auf einmal auch im Theater drin war, als Pyroeffekte. Irgendwie kam dann ein Helikopter angeflogen. Auf einmal merkst du richtig den Wind über dir. Dann kommt auf einmal ein Seil von der Decke. Also das kannst du eigentlich gar nicht beschreiben, das musst du gesehen haben. Das ist so perfektioniert alles. Die Leute rennen über die Bühne, aber sie rennen nicht über die Bühne. Sie laufen auf einem Laufband, das du nicht siehst. Und im Hintergrund auf der Leinwand ist es halt so gemacht, dass es so aussieht, als würde die Person laufen. Also völlig bescheuert, ey. Das ist so krank. Teilweise in Zeitlupe, da wird Zeitlupe eingeblendet und alles bewegt sich in Zeitlupe. Die Schauspieler bewegen sich in Zeitlupe. Dann dreht sich in der Zeitlupe das Set. Also, ey, kannst du nicht beschreiben. Also, das ist völlig bescheuert. Einmal sagt Sarah so, wie, der war gar nicht echt. Aber da war halt ein echter Mann, der hat erst geschauspielt, ist hinter der Säule verschwunden. Und eine halbe Sekunde später ist er als virtuell auf der Leinwand weitergerannt. Das war so krank. Dann war der auf einmal wieder weg, an einem Hubschrauber hing. Auf einmal kam der Hubschrauber von hinten aus der Decke, hing der an einem Seil und kam über die Köpfe der Zuschauer hergefahren. Also vom Timing perfektioniert alles. Naja, jetzt drehen hier drin, wie ihr seht, alle gerade am Rad, weil es draußen schüttet wie Sau. Und natürlich niemand aus dem Theater will. Das Theater landet hier in so einem Shop und wir machen da jetzt einfach mal mit und warten auch eine Runde. Wenn ihr hier seid, in diesem Park, nehmt diese Show mit, das ist mit das Beste, was ihr hier machen könnt. Auf jeden Fall. Also Gringotts ist ziemlich geil, aber das hier ist auch schon ziemlich hart geil. Das hier hat mich jetzt mehr geflasht. Ja, also du erwartest es halt auch einfach nicht, das ist krank. Alter, ich habe jetzt halt gedacht, Alter, was passiert hier gerade? Das ist so perfekt einfach. So, aus dem Regen raus und wir sind angekommen bei The Tonight Show mit Jimmy Fallon. Ja, ich kann damit gar nichts anfangen. Bis vor kurzem kannte ich Jimmy Fallon noch nicht mal. Das ist Jimmy Fallon, der Mann da. Und der macht eine Talkshow hier. Ja. Oder hat eine gemacht, ich weiß nicht. Ich glaube, der macht die immer noch. Ja, wir gehen mal da rein und schauen mal, was uns erwartet. Ich schätze nicht, dass es ein Dark Ride wird. Also ich weiß, da sitzt der in so einem völlig unechten... Ah, guck mal, es gibt Testsitzer. Also in so einem Auto. Ja, ich auch, in so einem Auto. Aber es gibt Testsitze, das sieht für mich stark nach Kino oder Simulator aus. Das sieht ja aus wie ein 4D-Kinositz. Ja. Free. Yep.
eine Karte. Wir können uns jetzt hier so lange aufhalten. Und wenn das hier auf grün switcht, also das Licht irgendwie, dann sind wir dran. Aber auf dem First Floor. Also oben. Yes. Und dann, wenn auf dem Second Floor Lobby Light changes to this card color, dann können wir zum Studioeingang. Hier ist blau gerade. Skifahren ist cool. Ja, jetzt geht's los. Oh, jetzt sind wir dran. Sag mal, das geht schnell hier. Ich wollte gerade erklären, wie das bei Jimmy Fallon hier funktioniert. Denn hier gibt es dieses Free Roaming Button. Und ja, wir haben jetzt gar nicht so viel davon mitgekriegt. Es gibt aber so einen riesengroßen Raum, wo man sich halt beschäftigen kann mit Spielen. Man kann sich hier was angucken. Und ja, wir müssen halt immer auf die grüne Farbe warten, die ist gerade erschienen. Jetzt geht es für uns gleich wohl auf den nächsten Floor, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Und da muss es wieder grün leuchten, obwohl unser grünes Ticket jetzt weg ist. Das, wenn ich mich gar nicht mehr an die Farbe erinnern kann. Ist ja schon auch ein Fortschritt, dass du da überhaupt erkannt hast, dass es grün und nicht rot ist. Ja, das ist schon ein sehr greller Grünton. Es gibt aber hier schon Brillen. Ich glaube, wir haben schon alles, was wir haben wollen. Ich glaube auch. Merkt euch diesen Panda. Jimmy Fallon wird euch danken. Keine Ahnung, warum dieser Panda da drin ist und keine Ahnung, warum dieser Ride existiert. Das war irgendwie alles ganz random. Ich habe sonst gar nicht, also kann man nicht verstanden. Meine Theorie ist, es gab mal einen Simulator hier und man wollte irgendwie Jimmy Fallon hier reinbringen. Ja, Simulator haben wir. Brauchen wir nur noch irgendwie einen Weg, diese Show hier reinzukriegen. Da hat man sich gedacht, man setzt einfach Jimmy Fallon in irgendein so spaciges Rennauto, was überhaupt mehr keinen Sinn macht. Fährt völlig unrealistisch durch New York, zum Mond und wieder zurück. Und man hat eine Story. Völlig bescheuert. Qualität war ganz gut, aber kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich verstehe nicht, warum. Also ich fand es doof, dass es so ein Riesensimulator war. Das wäre viel cooler, wenn das so Vierer-Autos oder so, wenn man wirklich in so einem Auto sitzt. Das geht ja auch. Ja, aber ich finde halt die Story auch kacke. Ja, das ist halt keine Story eigentlich, ne? Nee. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das fahrt. Wir machen es jetzt nicht nochmal. Nee. Machen wir jetzt die geilen Minions? Despicable Me. Minion Mayhem. Ein Simulator. / Kino. / 90 Minuten Wartezeit. / sparen wir uns heute. Die sind ja auch ganz knuffig, die Viecher. Aber ganz ehrlich, mir da jetzt 5 Minuten lang einen Film reinzuziehen, wo sich die Sitze zu bewegen und dafür 90 Minuten hier anzustehen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu und Sarah auch nicht. Du, ich kann mit den Minions eh nichts anfangen. Today Café. Mhm. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen europäischen Geschmack haben wollt. Hier gibt es nämlich sogar Kartoffelsalat, der wirklich mal wirklich gut schmeckt. So, also wirklich so richtig europäischen Geschmack hat. So, ja. Weiß ich nicht, herzhaft, wie nennt man das bei uns? Hausmannskost ja. Oder so. Und hier hatten wir so ein bisschen italienisch anmutenden Ciabatta-Brot mit warm. War echt mal wieder ganz geil. Zu Hause wird erstmal richtig Fettschnitzel oder so gegönnt oder Gyros oder so. Beides. Und danach müssen wir an unseren Bauch ran, Alter. Die Hälfte. Wahrscheinlich machen wir es jetzt doch. Aber wenn ich den Wartebereich sehe, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon lieber draußen irgendwie. Question, and thank you. Anywho, one moment. This is good, but tell Nefario, add more dynamite. I want a bigger boom.
Okay. You didn't hear that. Anyway, yes, you will be turned into minions. Uh-oh, here's the problem. It appears that some of you have not showered in like a week. Gross! Not naming names, but it's those guys! Lucky for you, I'm in the middle of a time crunch, not feeling generous. But you better shower when you get back to your hotel. These are also known as benches. It says here, don't take pictures or videotape. Wait, what's videotape? It means no movies. Once in your seats, remove everything from your lap, including children. And then the lap bar will come down. It's like getting a hug from a big metal bar. Kinofilm geguckt von den Minions. Währenddessen hat sich unser Sitz auf sehr unkomfortable Weise bewegt und gerüttelt und geschüttelt. Ja, und da haben wir zugeguckt, wie die Minions Blödsinn gemacht haben und dann am Ende Achterbahn gefahren sind. Ich wäre lieber selber Achterbahn gefahren. Definitiv keine 90 Minuten Wartezeit wert. Nackte Minions. Ah. Weil du kaufst den nackt und dann kaufst du nochmal für $16 die Kleidung. Nein, du kannst die Scheiße noch anziehen. Guck mal, hier sind richtig geile Unterhosen an. Hier zum Beispiel ein Einhornkostüm. Also mein Highlight am Ride übrigens war, dass der Pre-Show-Raum nach Banane gerochen hat. Als jemand von euch adorable, ich habe euer Bändchen gefunden. Hier fährt einfach die Achterbahn über einen hinweg. Ja, da kann man very nice picture taken. Und hier gibt es so Kulissen, die einfach gar nicht echt sind. Komm, jetzt gehen wir runter. Alles nur Fake hier in dieser Filmstadt. Spider-Man war ja schon mega. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es ist das gleiche Fahrsystem. Transformers The Ride in 3D. Die Halle sieht echt klein aus, muss ich sagen. Und ob das noch besser ist als Spider-Man oder ob es gleichwertig ist oder ob es schlechter ist, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis jetzt waren die Dark Rides hier ja doch eher altbacken. Ja, das stimmt. Hi. Hi. Wo seht ihr, dass es den Eingangsbereich und die Kugel als kleines metallenes Modell gibt? Nein. Jetzt wird's ja. $25. Ist alles relativ günstig, ne? Einen Besen, einen Nimbus 2000 kriegst du schon für $35. Ja, wollen wir mal rein? This better be critical, really. Sir, come on, what is it not, please? And yeah. I intercepted a transmission from Megatron. Then send it through. Yes, sir, right away, sir. And so I'll zoom down to where you're caught on. You gotta stop. This is your last warning, insects. Really, this will remain. The Autobots cannot protect you. Wir sind raus aus Transformers und auch das ist ein geiles Gerät. Ziemlich ähnlich zum Spider-Man Ride. Ja, von den Fahrfiguren definitiv. Es war das gleiche Fahrzeug. Die Szenen sind nicht ganz so krass irgendwie. Also du hast sehr viel Leinwand-Szenen. Wir waren bei Spider-Man ein bisschen weniger und da hast du mehr so reelle Szenen auch gehabt, die so in diese Leinwände übergegangen sind. Was hast du hier weniger? Meistens ist das irgendwie so eine Art Parkhaus, wo du drin rumfährst. Du fährst von der einen Seite zur anderen und auf den Außenseiten sind halt immer irgendwelche Bildschirme. Was hier halt ganz cool ist, was du aber auch nur merkst, wenn du so ein bisschen auch mal neben die Leinwand guckst. Ich habe schon gesagt, die Halle ist sehr, 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 sehr klein und das Ganze ist doppelstöckig aufgebaut. Und wenn man nicht darauf achtet, merkt man es auch nicht, aber ihr fahrt über Aufzüge während der Fahrt nach oben und unten. Beim Aufzug, also beim Hochfahren habe ich es kaum gemerkt. Da habe ich dann nach rechts immer geguckt, habe ich einen Aufzug gesehen, wie wir hochgefahren sind. Und beim Runterfahren habe ich dann wirklich mal drauf geachtet, dann merkt man das auch. Aber wenn ihr wirklich nur auf den Bildschirm guckt, auf die Story mitten rein, dann merkt ihr von dem Hoch- und Runterfahren genau nichts. Ben hat zum Beispiel auch gar nichts davon gemerkt, hat er gerade schon gesagt. Sehr cool gemacht, sehr krass, aber wie gesagt, ich fand Spider-Man ein bisschen cooler. Ich auch. Auch hier gab es wieder Feuer übrigens und Wasser. Beim Spider-Man kann ich wenigstens noch ein bisschen was mit dem Film anfangen. Also Transformers kann ich gar nichts mit anfangen. Bei Spider-Man war auch irgendwie dieser Feuerball krasser, ne? Ne, den fand ich hier krasser. Ja? Weil er erst dieses
Ding auf dein Gesicht zukam und dann wurde es heiß und dann ist es quasi genau vor deinem Gesicht explodiert. Ich habe das irgendwie bei Spider-Man mehr wahrgenommen. So. Das war aber trotzdem ziemlich geil und definitiv der beste Dark Ride in diesem Park. Ja. Wenn man Gringotts weglässt. Achso, ja gut, Gringotts ist eine Achterbahn für uns. Wenn man mit Zauberstäben, wenn man Tiere haben kann, die sogar einen anknurren. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Toll. Aber ich bin ja immer noch bei meinem Fluffy. Oder bei dieser Pflanze hier. Das ist eine von diesen Schreipflanzen, die man so umtopfen muss. Wenn man die so austopft, dann macht sie so... Ist das so? Weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall diese... Da steht auch fantastische Tierwesen drauf. Sieht so aus wie diese Schreipflanze von Potter Harry. Ich nehme Fluffy jetzt mit. Komm mit, Fluffy. My head turns. Das ist süß. Eine echte Schlange? Ja, die macht sogar. Wer will denn damit kuscheln? Hallo Frösche. Also im Dunkeln ist es hier in der Winkelgasse auch nochmal echt cool. Ich habe es erstmal gesehen, dass hier überall so Zauberlehrlinge rumrennen, die einem das Zauber beibringen oder Zaubern beigebracht werden. Du musst sogar deinen Zauberstab entsprechend bewegen. Also es reicht nicht, wenn du einfach nur damit rumfuchtelst, sondern da muss eine bestimmte Bewegung gemacht werden, sonst funktioniert es nicht. Voll cool. Und dann kann man hier in den Schaufenster halt gucken oder zum Beispiel diesen Regenschirm anzaubern, dann regnet es da nämlich. Oder was ich cool finde, da sieht man es, man kann das da anzaubern. Voll cool. Das ist echt cool gemacht. Aber für den Preis kann man das auch erwarten. Ein Zauberstab kostet, glaube ich, $60, ne? Ich glaube, es gibt noch verschiedene Preiskategorien, aber... Ja, es gibt auf jeden Fall auch welche, die gar nicht interaktiv sind. Ja, und es gibt auch welche, die leuchten können. Und es gibt Sammlerzauberstäbe. Und das da, wenn der Feuer spuckt,
wirkt im Dunkeln natürlich auch nochmal krasser. So, wir werden jetzt diese Diagon Alley wieder verlassen. Gringotts hat gerade nur 60 Minuten Wartezeit, das geht echt fit. Es hatte teilweise in der App heute schon 200 Minuten, das sind über 3 Stunden warten. Jetzt gehen wir mal wieder raus und werden uns wahrscheinlich jetzt gleich die Show angucken, die am See stattfindet, um diesen Tag und diesen Trip langsam zu beenden. Where? Diagon Alley. Yeah. Through the brick walls there. It's quite nice. I can't wait. Yeah, I can't wait. What is on the top of your camera? Is that a pygmy pug? No, it's I thought it was The rides are ready to roll out and roll out in style. Man, that's ludicrous. Right. I'll let Dom know. You guys have fun at the party. Bye, Mia. Bye, Mia. All right, Pat. Let's get these people on their way. Send them over to the war room. You got it, boss. Peace out. Peace. All right, guys. In a moment, those doors are going to open. You can head to the war room where my friend Jamie is waiting for you. It is their first day without Tej, so please go easy on them. Or don't. I don't really care that much. Thank you, Pat. Every day or night. Whoa! All right, the family has arrived. Excellent. Come all the way up, everyone. Hey, I'm on TV. All right, welcome. Hey there. Welcome, everyone. You guys having a good day today? Yeah. Three of you are having a good day. All right. That's great. Well, welcome to the war room. My name is Jamie. I'm usually here with Tej. He's been kind of teaching me how to do this tech stuff. Haven't learned everything yet, but I'll get there eventually. Now, today, though, is kind of a different story. He kind of left me here by myself. No real instructions. He just sent me an email a minute ago that said I'm supposed to just wait in war room, hang with family. So, I don't know. You guys must be just the family that we're talking about here. And I don't know what else to do. Maybe we'll play a game or... hold on, he's calling. Hey, boss. Jamie. Yeah. The buses are here. Okay, the family just got here. Should I send them on their way out now already? Oh, big boss is calling. I got this, Jamie. Okay. Dom. He got what this. Up? Tej, just got a heads up from Hobbs. Oh, cool. Nice guy. The FBI is about to raid your location. Can't go wrong with the FBI. Man, what? They always ruining our fun. Yeah, man. It gets worse. Worse? They're leading Owen Shaw right to your door. Which door? We have 9. Shaw? That cockroach we beat down in Spain? Yeah. What's he got to do with this? Everything. Nothing yet. Nothing, okay. And let's keep it that way. Good. Get those people that. On those buses. Yes, go out here. You need to start bugging out right now. I'm not bugging anything. And get that turbo truck ready. Turbo truck? I'm sending Letty there to pick it up. All right, I'm on it. I'm on it. You're on it. Bus needs our help. Yes, he does. He needs our team. You guys. Spread the word. Tell everyone you know. But keep it in our family. I guess just us. And keep it quiet. Don't say anything. I don't know. Calling. It's Hobbs. Okay. Hobbs, my man. It says Mr. What Clean. Up? Sorry, brother Tej. No time for chit-chat. I just sent you a brief on FBI agent Novak. Oh. Has Toretto filled you in? No. Yeah. What? He wants us to get everybody over to the party at Sullivan's. Oh, yeah, that. Sounds like a plan. That party is a ready-made diversion. Keep it going. Yeah, go We need it. To discuss how you're going to get all those civilians out of there without tipping off the FBI. No, wait, I thought they were family. Okay, hold on. Focus. Let me get everybody squared away, yeah. And we'll talk offline.
All right. Copy that, Tej, and let everybody know. Shut off your cell phones. Fine. We don't want Shaw tracking your locations. Put it on the silent. It'll be fine. Okay, Jamie. You heard the man. I did. It's about to go to a whole nother level. I was afraid of that. Send everybody to the loading dock. You got it, boss. I'm going to go right this way, guys. Your buses are waiting right around the corner. And don't worry about the FBI. If they do show up, I'll be fine right here. Have a great time, everyone. We'll see you out there. Party bus. Das war genau das gleiche Fahrsystem wie bei diesem Kong-Gedöns. Da war das ja noch ganz cool und beeindruckend. Ne? Hier fahrt ihr, ihr seht das von außen, eine riesige Halle, die völlig fehlgenutzt ist. Du fährst einmal in einem Oval im Kreis, hältst in den Immersive-Tunnel an, der sowas von schlecht ist. Eine Story hat, die gar keinen Sinn macht. Und langweilig auch. Alter, das Beste ist, dass in diesem Bus Mucke läuft. Und die Pre-Show, die ist ganz cool, aber und der Anfang war auch cool, wo du dachtest, du fährst so ganz schnell, ja, aber fuhrst du nicht. Ja. Sorry, also der Eingang und alles war richtig cool, aber der Ride ist ja der komplette Müll, also nee. Nee. Bin ich raus. Nee, die sind einfach sinnfrei, diese Rides. Auch rauskicken, genau wie Men in Black. Weg mit dem Quatsch und was Neues hin. Das Problem daran ist, das Ding ist noch relativ neu. Fast and Furious weg, Men in Black weg, Simpsons weg. Ich meine, ich finde Auto so ja ganz geil, ne? Aber das ist definitiv nicht der richtige Weg. Das Spiel früher immer auf der PS2 gespielt. Echt? Ich habe mal Need for Speed gespielt. Das habe ich auch gespielt. Geh mal dran. Es klingelt. Was erzählt er? Irgendeiner hat was über ihren Daddy gesagt. War das Maggie? Ja, ich glaube schon. Smack hat sie gesagt. Oh ja, dann war das Maggie. And now, as our day comes to an end, we gather to relive these incredible moments in our cinematic celebration. Hat jetzt zu Ende geguckt? Ja, ich fand es cool. Viele haben gesagt, das war total schlecht. Nee, fand ich gar nicht. Ja, sehr viel Projektion auf Wasser, aber sonst. Ja, für uns war es das jetzt hier heute. Also für die gesamte Tour. Damit können wir uns eigentlich hier verabschieden. Und
ich denke, kleine Zusammenfassung und auch so kleine Tipps und was wir alles so gemacht haben, das kriegen wir irgendwie nochmal in ein separates Video die Tage rein. Oder wir machen mal einen Livestream oder so. Schauen wir mal. Und damit verabschieden wir uns hier aus den Universal Studios und von unserer USA-Tour 2022 und sagen tschüss. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein paar Kommentare da. Mal gucken, wo es demnächst dann hingeht. Die USA haben wir jetzt schon mal erobert. Vielleicht geht es dann demnächst auch mal dahin. War ja gar nicht so schlimm. Nee. Alles ganz gut geklappt. Naja gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gracias.